Für ein Kleinod ist sie fast ein bisschen zu groß, die Pfarrkirche St. Nikolaus in Murnau. Und doch bringt sie alles mit, was so ein architektonisches Schmuckstück eben ausmacht. Sie beeindruckt mit ihrer barocken Vielfalt. Sich Zeit nehmen lohnt sich. Seit fast 15 Jahren ist Siegbert Schinderle Pfarrer in der Marktgemeinde Murnau. Die fünfjährige Renovierungsphase von St. Nikolaus hat ihn und diese Kirche noch einmal näher zusammengebracht. Er fühlt sich wohl hier, er kennt sich aus und will nur ihr Bestes. Diese Beichtstühle beispielsweise hat er im Zuge der Arbeiten gleich mit aufhübschen lassen. Schließlich erzählen diese barocken Kunstwerke etwas über die Beichtkultur früherer Zeiten. Eine Beichte war damals natürlich etwas anders als heute. Die Leute sind hier in die Kirche Schlange gestanden, an jedem Beichtstuhl von beiden Seiten im Wechsel. Sobald einer aufgestanden ist, ist der andere hingekniet, hat seine Sünden bekannt und die anderen standen vielleicht 1-2 Meter hinter ihm, konnten natürlich mithören, wenn nicht gerade auch in der Kirche der Rosenkranz gebetet wurde oder wenn ohnehin ein großes Gemurmel in der Kirche war. Seitdem hat sich in St. Nikolaus wirklich einiges geändert. Selbst Barockes bekommt hier Gegenwind. Was aussieht wie ein Einbauschrank aus dem Möbelkatalog, ist der neue Beichtstuhl. Die Menschen waren zunächst entsetzt. Sie haben sich an die Presse gewandt. Die Presse hat hier eben festgestellt, es muss eine Abstimmung stattfinden. 800 Menschen waren dagegen, dass eben dieser Beichtstuhl hier bleiben kann. Sie haben gesagt, er muss raus aus der Kirche. Ich kann es insofern nachvollziehen, weil ich selber eben sehr begeistert bin von unserem Gotteshaus mit den barocken und Rokoko-Elementen. Und dann passt tatsächlich dieser Beichtstuhl so nicht rein. Aber es sollte bewusst eben ein Element sein, das sich abhebt. So die Vorgabe des Denkmalschutzes. Der Beichtstuhl bleibt und er überzeugt mittlerweile, vor allem durch sein Inneres. Er ist anders, aber regelrecht einladend, so der Tenor heute. Warmes Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Die freigelegte Wand aus Flusssteinen stammt noch aus der Entstehungszeit der Kirche. Und ein Alleinstellungsmerkmal gibt's obendrauf. Es gibt Menschen, die möchten anonym beichten. Die möchten nicht dem Pfarrer in die Augen schauen, sondern sie möchten die Augen schließen und auch nicht gesehen werden. Und sie möchten ihre Verfehlungen so sagen können, dass nicht jemand ihnen jetzt direkt ins Gesicht schaut. Und es gibt andere Menschen, die sind sich nicht ganz sicher, wie sollen sie denn das sagen oder formulieren. Und dann sagen sie, ich möchte gern hinsitzen und möchte in Ruhe mit dem Pfarrer überlegen, wie schaut es aus, zum Beispiel meine Situation zu Gott oder zu meinen Mitmenschen oder wie stehe ich zu mir selber. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die man hier auch in Ruhe im Gespräch ansprechen kann. Einem Ort, wo ich weiß, da bin ich sicher, draußen sind viele Menschen, die den Rosenkranz beten und da fühlt man sich irgendwie geborgen und kann mal das loswerden, was das Herz belastet. Möglich ist das jeden Samstag um genau 17.17 Uhr. Das Jahr, in dem St. Nikolaus erbaut wurde. Damals hätte wohl niemand voraussagen können, dass über 300 Jahre später Neues und Altes eben doch noch ganz gut miteinander auskommen werden.